Wer sich auf Spiele freut, hat es oft nicht einfach. Viele große Namen liefern aktuell einfach nicht ganz das ab, was Fans sich von ihnen erhoffen. Dementsprechend vorsichtig bin ich an Ratchet & Clank A Rift Apart herangegangen. Sicher, das Gameplay sah super aus und die Erwartungen waren dementsprechend hoch. Aber wie schlägt sich das Spiel tatsächlich? Nachdem ich mir den Action-Plattformer genauer angeschaut habe, kann ich mit voller Überzeugung sagen, es schlägt sich sehr gut. Also so richtig, richtig gut. Ratchet & Clank hat viel versprochen, aber liefert auch richtig viel ab. Und zwar nicht nur grafisch, auch spielmechanisch glänzt das Action-Game mit großartigem Pacing. Warum das größtenteils klasse, aber in Teilen auch ein bisschen schade ist, kläre ich jetzt. Falls ihr euch bis jetzt noch gar nicht mit dem Spiel beschäftigt habt, Ratchet & Clank A Rift Apart beginnt mit den beiden namensgebenden Helden, die nach einer erfolgreichen Karriere als Welten- und Universumsretter das Heldentum eigentlich schon an den Nagel gehängt hatten. Aber ausgerechnet auf einer Feier, die beiden ehren soll, taucht ihr Erzfeind Dr. Nefarious auf und stiehlt den Dimensionator. Das Gerät klingt nicht nur wie eine fancy Weltuntergangsmaschine, es entpuppt sich auch als eine. Denn es öffnet Tore zu anderen Dimensionen, geht dem Trubel des Kampfes aber kaputt und zerstört damit leider auch das Raum-Zeit-Gefüge. Ratchet und Clank müssen ab jetzt nicht nur ihre, sondern auch alle anderen Welten retten und treffen dabei auf viele alternative Versionen ihrer Freunde und Feinde. Und auf Rivet. Die ist quasi der Ratchet ihrer Dimension, was vor allem deswegen spannend ist, weil Ratchet eigentlich dachte, dass er der Letzte seiner Art sei. Nun liegt es an den dreien und ein paar Freunden, das Schicksal der Welten ins Positive zu kehren. Eins muss ich hier übrigens noch einschieben. Ich werde auf Spoiler in Sachen Story und Charaktere verzichten. Ich komme da später nochmal drauf, aber es gibt ein paar wirklich coole Twists sowie Wow-Momente beim Betreten von Planeten und die möchte ich euch eigentlich nicht nehmen. Das wäre schade. So, weiter im Text. Bevor ich überhaupt von Dingen wie Story oder Pacing anfange, muss ich, glaube ich, erstmal über die Grafik reden. Schließlich springt die einem ja quasi geradezu ins Gesicht. Wie ihr bei der Vorschau bereits gesehen habt, ist Ratchet & Clank eines der ersten Spiele, bei der die PS5 wirklich voll zeigen kann, was sie auf dem Kasten hat. Nachdem Spider-Man Miles Morales den Standard schon ziemlich hoch gesetzt hat, setzen Insomniac Games mit Rift Apart die Messlatte für Bildgewalt auf der Next-Gen-Konsole nochmal eine Ecke höher. Womit sie ihr eigenes Werk übertreffen. Miles Morales ist nämlich auch von ihnen. Aber was wir beim Spinnenmann schon an den Hochhäusern und den vereisten Winterstraßen von New York sehen konnten, wird hier weitergeführt. Raytracing, Lichteffekte, Spiegelungen und glasklare Optik. Sähe man Ratchet und Clank einfach so im Laden und hätte keine Ahnung von den Trailern, täte man das Spiel wahrscheinlich leicht als bunte, einfache Comic-Grafik ab. Aber sobald man das Spiel in Bewegung sieht, kann von einfach keine Rede mehr sein. Die Felltexturen, Reflexionen, Explosionen und das Licht sind schlichtweg erste Sahne. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Grafikmodi, mit denen eure Konsole unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann. Zum einen gibt es die Wiedergabetreue. In der 30 FPS, Raytracing, verbesserte Beleuchtung, zusätzliche visuelle Effekte und erhöhte Szenendichte aktiviert sind. Und hier habt ihr dann auch eine 4K-Auflösung. Dann gibt es den Performance RT-Modus, in dem 60 FPS und Raytracing aktiviert sind. Hier ist die Auflösung niedriger, Beleuchtung, Szenendichte und visuelle Effekte werden angepasst. Und dann gibt es noch den Grafikmodus, bei dem 60 FPS pro Sekunde eingestellt sind, das Raytracing aber zugunsten einer höheren Bildauflösung entfernt wurde. Natürlich kommt es hier auch darauf an, was euer Bildschirm leisten kann. Ich persönlich habe hauptsächlich im Wiedergabetreue-Modus gespielt und hatte damit keine Probleme. Auch beim Testen der anderen Modi sah bei mir alles schick aus. Mein Kollege Jonas jedoch hatte im Performance RT-Modus leichtes Tearing, weswegen er dann zum Wiedergabetreue-Modus wechselte, mit dem er aber jetzt sehr zufrieden ist. Am besten probiert ihr einfach aus, was für euch am besten passt. Und da wir gerade über Technik sprechen, Abstürze hatte ich keine. Bei meinem ersten Spieldurchgang vor dem Day One Update kam es manchmal vor, dass Ratchet oder Rivet beim Herunterhüpfen an der Plattform festklippten und gleichzeitig dachten, dass sie fallen. Und bei Hannes, dem Tester für die GamePro, kam es vereinzelt zu Abstürzen. Beides hat sich jedoch mit dem Aufspielen des Patches gelegt. Das Spiel fordert Hardware und Software der Konsole und die PS5 kommt super damit klar. Wie bereits im Vorschauvideo erwähnt, sieht man das unter anderem an den beinahe nicht vorhandenen Ladezeiten. Und an dem riesigen Detailreichtum. Ich möchte euch so gern alles zeigen, aber ich will euch wirklich nichts verderben.
Deswegen nur ein paar Beispiele aus den ersten Stunden des Spiels. Schaut euch zum Beispiel an, wie Ratchets und Rivets Ohren sich bewegen, um ihre Mimik zu unterstützen. Oder wie viele unterschiedliche Aliens in Nefarious City herumlaufen. Oder was hier im Sumpf alles herumkreucht und fleucht. Klar, die normal spawnenden Feinde und NPC laufen rum. Aber es gibt auch einfach kleine Fliegen, die rumsummen. Oder diese Tiere hier. Und dann wäre natürlich noch die Aussicht. Schaut euch mal um. Wenn ihr außer Acht lasst, dass der Schmodder da unten euch tötet, ist das nicht wunderschön? Könnte man hier nicht Urlaub machen? Also halt mit säurefesten Gummistiefeln? Aber nicht nur auf dem Planeten sieht man die Vielfalt. Auch die Planeten selbst sind sehr individuell. Sie unterscheiden sich sogar in ihrer Funktion. Dazu gibt es Planeten, die so weit ausgelegt sind, dass ich extra neue Schuhe bekomme, um sie zu überqueren. Zu denen gibt es später noch mehr. Außerdem verwinkelte Planeten, die zum Suchen und Entdecken einladen und mehrere Dimensionen beinhalten, zwischen denen ich so nahtlos wechsle, dass ich das beinahe gar nicht bemerke. Also, wirklich. Ich weiß, die PS5 hat einen technischen Schritt nach vorne gemacht. Aber die Geschwindigkeit, mit der hier flüssig zwischen Dimensionen gesprungen wird, super. Aber ich schweife ab, weiter mit den Planeten. Es gibt zum Beispiel auch noch welche, die eigentlich aus zwei Dimensionen bestehen und auf denen wir stetig zwischen beiden wechseln müssen, um weiterzukommen. Und noch viel, viel mehr. Jeder Planet ist eine komplett neue Welt, weswegen ich jedes Mal aufs Neue gespannt war, wenn Ratchet oder Rivet ins Raumschiff stiegen. Das gleiche gilt für die Waffen. Wer schon mal ein Ratchet und Clank gespielt hat, weiß, Insomniac Games gehören zu den kreativsten Waffenschmieden der Branche. Und auch dieses Mal gibt es jede Menge neue Geräte auszuprobieren. Ich sage Geräte, weil Wummen, Schießeisen oder Schusswaffe sie eigentlich nicht genug beschreiben. Da gibt es beispielsweise den Vollstrecker, der Energiestöße gegen nahe Feinde schickt. Mr. Partypilz, der mit seinen coolen Pilzbeats die Feinde ablenkt und gleichzeitig seine Sporengeschosse auf sie feuert. Oder den Topiary Sprinkler, den ich auch schon in meiner Vorschau so gefeiert habe. Der lässt auf den Feinden Buchsbaumhecken samt schicker Blümchen erblühen und macht sie damit eine Weile bewegungsunfähig. Die Waffen werden mit der Ingame-Währung Schrauben freigeschaltet und wer eifrig sammelt, kann auch relativ fix die ersten 6 bis 8 Waffen shoppen. Die späteren werden dann ein wenig teurer, aber auch so interessant, dass sie mich zum Schraubensammeln anstiften. Und falls ihr euch jetzt fragt, was die vielen Waffen einem nützen, wenn man eh nur eine nutzt, nee. Rift Apart sorgt schon dafür, dass jede Waffe mal ihren Moment im Scheinwerferlicht bekommt. Denn die Geräte unterscheiden sich nicht nur in ihrer Handhabe, sondern auch in ihrer Wirkung auf die unterschiedlichen Gegnertypen, sodass Experimentierfreudige mit weitaus effektiveren Angriffen belohnt werden. Zusätzlich dazu ist die Munition gerade in Bosskämpfen oder großem Tumult knapp, sodass ich automatisch wechseln muss, allein schon, weil mir sonst schlichtweg die Munition ausgeht. Ein bisschen mehr Munition, weitere Schussdistanz, weniger Streuung und andere Perks lassen sich im Upgrade-Menü auswählen, wenn ich genug von dem seltenen Raritanium gesammelt habe. Noch eine Sache, die mich in jeder Ecke dreimal nachschauen lässt und die Serienveteranen natürlich auch schon aus den Vorgängern kennen. Richtig verbessern und verändern lassen sich die Waffen übrigens nur, wenn ich sie auch benutze. Dadurch steigen sie nämlich in der Stufe auf und verursachen nicht nur mehr Schaden, sondern entwickeln sich auch weiter. Ein bisschen wie Pokémon. Nur mit Gewehrläufen. Also quasi Turtok. Unsere normale Blasterpistole bekommt beispielsweise Läufe dazu, wenn sie aufgebessert wird. Und mehr Wumms bekommt sie damit auch. Wer also immer schön die Waffen durchtauscht, wird mit einem ausgewogenen Arsenal belohnt. Aber die Geräte sehen nicht nur schick aus. Sie sind auch super an die Hardware der PS5 angepasst. Sie nutzen zum einen sowohl die Vibrationsfeatures als auch die Adaptive Trigger. Die meisten Waffen haben nämlich zwei Modi, die ich mit unterschiedlich starkem Drücken der Trigger-Taste auslösen kann. Zum Beispiel kann ich beim Blaster zwischen einem zielgerichteten Schuss und sehr, sehr viel weiter streuendem Dauerbeschuss wechseln. Das setzt natürlich dem Akku des Controllers zu, aber während meiner Spielsessions musste ich nie mitten im Spiel nachladen. Und, falls ihr Trigger nicht adaptive nutzen wollt oder könnt, weil sie schwer zu bedienen sind oder keinen Akku fressen sollen, ihr könnt die Intensität herunterschrauben oder sogar ganz abstellen. Das lässt sich direkt im Menü erledigen. Und das ist für viele noch viel wichtiger, das Schießen ist nicht nur gut eingefügt, es macht auch wirklich Spaß. Es gibt unterschiedliche Gegnertypen, verschiedene Terrains, zerstörbare Deckung und das alles meiner Meinung nach mit einem sehr spaßigen Gunplay. Falls ihr bis jetzt noch kein Ratchet & Clank gespielt habt, aber Shooter mögt, schaut euch dieses Spiel an. Wirklich. Die Schießereien machen echt Spaß.
und werden je nach Schwierigkeitsgrad richtig herausfordernd. Zu Beginn könnt ihr zwischen 5 Stufen wählen, die sich in ausgeteiltem Schaden, verfügbarer Energie für mich und der Aggressivität der Gegner unterscheiden. Je nach Stufe werden die Feinde euch nicht in Ruhe lassen und euch so lange aus jeder Deckung treiben, bis ihr den Geist aufgebt oder triumphiert. Hier ist es dann besonders wichtig, alle Waffentypen und die neuen Gadgets auszunutzen. Denn die, also die Gadgets, geben den Kämpfen nämlich bedeutend mehr Dynamik als noch in den Vorgängern. Die Rifts innerhalb der Dimensionen transportieren mal den gesamten Kampf für eine kurze Zeit in eine andere Dimension. Meistens bieten sie jedoch auch die perfekte Möglichkeit, sich aus einer brenzligen Situation herauszuwieseln und einen besseren Überblick über das Kampfgeschehen zu bekommen. Auch der Phantom Dash, eine Ausweichmechanik, und die neuen Hoverstiefel helfen, agil zu bleiben und sich nicht einkesseln zu lassen. Gerade die Stiefel geben dem Ganzen nochmal eine extra Portion Schwung, im wahrsten Sinne des Wortes. Ratchet und Rivet gleiten über das Schlachtfeld und sind damit bedeutend flotter als das Fußvolk. Wo wir gerade bei flott sind, das ist das ganze Spiel. Was Tempo bzw. Pacing angeht, tut Ratchet und Clank Rift Apart alles, um kurzweilig, spannend und interessant für die ganze Familie zu bleiben. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass ich beim Spielen nie Langeweile hatte oder das Gefühl, hier nur was zu machen, um beschäftigt zu sein. Die Plattformpassagen, Entdeckungstouren, Storysegmente und Schießereien wechseln sich so schwungvoll ab, dass das eine meist in das andere übergeht. Zu Beginn haben wir noch einen relativ kleinen Radius. Man landet mit Ratchet in einer Stadt, die erstmal erkundet werden muss. Was gut ist, denn so lerne ich nach und nach die unterschiedlichen Gameplay-Mechaniken wie Kämpfe, Wallruns oder den Phantom Dash. Wer die Spiele gar nicht kennt, wird hier auf den neuesten Stand gebracht. Auf dem nächsten Planeten erwartet mich dann schon ein ganzes Sumpfgebiet und Jetski-Schnecken, um voranzukommen. Söldner wechseln sich mit Robotern und riesigen Grummeldinos ab, es gibt immer was Neues zu beschießen. Und gerade als auf dem einen Planeten Ruhe eintritt, gibt es einen Flugsaurier. Ratchet und Clank schmeißt mir alle Nase lang was Neues vor die Füße, sodass ich stetig entdecke, erforsche und herausfinde. Das ist auf der einen Seite super, weil es quasi gar keine Chance gibt, gelangweilt zu sein. Auf der anderen Seite kann ich jedoch auch nicht wirklich verweilen. Zumindest nicht mit Sinn oder Aufgaben. Jeder Planet wartet nämlich nur mit einer bis zwei Nebenaufgaben auf, danach ist Schicht im Schacht und es geht weiter. Das ist jetzt vielleicht Jammern auf hohem Niveau. Aber gerade weil die Welten so vielseitig und detailreich sind, würde ich auf manchen vielleicht doch gerne noch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Nur um ein bisschen noch zu forschen und rumzugucken. Zwar gibt es auf den meisten Planeten die sogenannten Pocket-Dimensionen, in denen sich nette Items verstecken und immer wieder werden Rätsel mit Clank oder der Mechanikspinne Glitch eingestreut. Aber davon hätte es ruhig auch ein bisschen mehr geben können. Das gleiche gilt, so auch mein Kollege Hannes im Game-Protest, für die Plattformer-Passagen. Es gibt sie und sie sind schick inszeniert. Es wäre aber toll gewesen, hätte es sie ein bisschen öfter gegeben. Die Collectibles und seltenen Materialien sind leicht zu erreichen und die Kletterei und Hüpferei weitaus weniger stark vertreten als zum Beispiel im Vorgänger. Deutlich mehr als im Vorgänger gibt es in Sachen Umfang. Die Kampagne dauert, wenn ich gründlich nach Collectibles suche, um die 20 Stunden und viel davon ist tatsächlich Handlung. Sehr viel mehr als in irgendeinem anderen Ratchet und Clank davor. Und das ist super. Die Geschichte ist jetzt nicht das tiefgründigste, was die Videospielwelt je gesehen hat, aber das muss und will sie auch gar nicht sein. Rift Apart erzählt eine liebenswerte Action-Story mit vielen Überraschungen, Wendepunkten und toll inszenierten Wow-Momenten. Und Ratchet, Clank, Rivet und all ihre Freunde und Feinde sind einfach sympathisch. Ich liebe Clank und ich kann sogar mit Dr. Nefarious mitfühlen. Niemand in diesem Spiel hat mich genervt. Alle waren klug eingesetzt und vor allem lustig. Über Humor lässt sich ja bekanntlich streiten, aber Ratchet und Clank Rift Apart trifft genau meinen Humor. Und auch meine Kollegen hatten ihren Spaß. Und Spaß ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Wörter im Zusammenhang mit diesem Spiel. Der Wirbelwind aus Humor, Action und Grafikfeuerwerk, der der Ratchet und Clank ist, macht einfach Spaß. Ein paar Aspekte wie Planetenerkundung oder Plattformerpassagen sind zu kurz gekommen. Und tatsächlich hätte ich auch gern noch ein bisschen mehr Spiel mit den Dimensionen gesehen. Aber das ist, wie eben schon mal erwähnt, Meckern auf hohem Niveau. Und wenn ich mir so beim Reden zuhöre, ist das ja auch eigentlich eine gute Sache. Dass die Dinge so sehr Spaß machen, dass ich noch mehr davon will. Mehr Planeten, mehr Hüpfen, mehr Ratchet und Clank.
Denn das, was es macht, macht Rift Apart wirklich, wirklich gut. Und spaßig. Und fordernd. Und das über das ganze Spiel hinweg. Ratchet & Clank hält sein Tempo, fordert mich mit Kämpfen, lässt mich über neue Welten staunen und wird einfach nicht langweilig. Und das alles tut es mit einem Augenzwinkern, weil es sich selbst nicht so ernst nimmt. Und vielleicht sogar gerade deswegen ein ernstzunehmender Kaufgrund für die PS5 ist. Wenn ihr an eine der Konsolen kommt, empfehle ich euch Ratchet & Clank Rift Apart wirklich sehr. Und wenn ihr erst in einem oder zwei Jahren an die PS5 kommt, auch. Der Mix aus Ballern, Erforschen und Plattformen macht garantiert auch noch Jahre später Spaß. Egal, ob ihr eigentlich Looter-Shooter, Survival-Horror oder Fantasy spielt, ich glaube wirklich, dass jeder mit diesem Spiel Spaß haben kann und wird. Aber was sagt ihr dazu? Mittlerweile ist das Spiel ja im Handel und ein paar von euch haben bereits reingezockt. Ist es das, was ihr erwartet habt? Und hättet ihr gern selbst Jetski-Schnecken? Schreibt mir eure Antwort.